Okay, weiter geht's. Mal sehen, wo ich jetzt lande. Wieso war das gerade so richtig langsam? Warte mal, wie komme ich da hin? Es muss einen Weg geben. Ich frage mich gerade, warum das gerade so in Slow Motion ging. Vielleicht muss ich einen davon hier bewegen. Hallo, wieso ist er so langsam? Ah, okay, verstehe. Damit verbinde ich die Teile, verstehe. Okay. Oh, meine kleine Schwester springt, läuft wieder so richtig krass hier rum. Wieso gibt's immer diese Slow-Motion-Dinger? Ich leg's jetzt nur an meinen Emulator. Kann ja auch sein. Naja, ich hab jetzt alles. Oh, jetzt, ich wusste, dass irgendein Haken da ist. Ich wusste es doch, dass da irgendein Haken sein muss. Das kann nicht so simpel sein. Irgendwie komisch, der Roboter geht langsam. Okay, ich hab. Ach ja. Ich hab jetzt 16 Stück. Mal sehen, vielleicht schaffe ich ja auch noch alles hier wegzubekommen. Ich habe ein Let's Play gesehen, der Typ hat nicht alles wegbekommen. So, kleine Geschichtsstunde. Willkommen, Nachfahren der Menschheit. Das ist Meririamina, der Ort der Regenbögen. Ist es wieder nur eine Projektion oder diesmal echt? Du nennst dich Juno, richtig? Ja, wir sind Juno, aber das ist die Bezeichnung für das ganze System. Und wer bist du dann? Die Menschheit gab mir den Namen Yolongor, Göttin der Regenbögen. Den Namen kenne ich von Persona 3, für PSP. Ihr seid hierher gekommen, weil die Titanomachine erschienen sind und ihr in diesem Zusammenhang nach Informationen über Tartarus sucht. Richtig? Hey, woher weißt du das? Entschuldigung, das Erscheinen der beiden Titanomachine ist nur der Anfang. Es gibt jemanden, der versucht, den Juno namens Tartarus wiederzubeleben. Dann Koda. Er wird versuchen, die Vollendung des Projekts Koda zu erzwingen. Koda? Was ist das? Du sagtest, Tartarus sei ein Juno. Dann ist er also eine Waffe. Wir Juno sind keine Waffen. Wir sind ein Informationssystem. Google.
Ihr habt das Niveau noch nicht erreicht, um eine ausführliche Erklärung verstehen zu können. Also in anderen Worten, ihr seid zu dumm dafür. Um Kuda zu erklären, muss ich euch von dem Ende der alten Menschheit erzählen. Ich dachte, sie sei im Weltkrieg ausgelöscht worden. Das war zwar der Hauptfaktor, aber nicht der endgültige Grund. Boah, meine Lesekunst. Hätte der Krieg länger gedauert, wäre der ganze Planet und all das Leben auf ihm vernichtet worden. Aber der Krieg endete, oder? Juno unterbreitete einen kleineren Gruppen von Menschen im Fuzuturm einen Vorschlag. Die Menschheit sollte ausgelöscht werden. Ausgelöscht und der Planet einer neuen Generation anvertraut werden? Dieser Planet sollte durch die Aktivierung des Befehls zurücksetzen gerettet werden. Was hast du gerade gesagt? Diese Menschen akzeptierten den Vorschlag und aktivierten den Befehl zurücksetzen. In dem gleichen Moment wurde die Menschheit vollständig ausgelöscht. Warte, will mir das Spiel gerade sagen, durch einen Reset-Knopf, Zurücksetzen-Knopf, wurde die Menschheit gelöscht? Alles andere Leben wurde in die Dateien konvertiert und in Juno gespeichert. Die Kontinente wurden in den Himmel gehoben, um diesen Planeten zu reinigen. Das erklärt, wie die Inseln entstanden sind, auf denen wir leben. Die Oberfläche der Erde wurde mit Plasmawolken bedeckt, um sie zu beschützen. Und gleichzeitig wurde die Welt geschaffen, auf der ihr jetzt lebt. Anhand der Speicherdaten wurden neue Lebensformen auf den schwebenden Inseln erschaffen. Neue Lebensformen wie beispielsweise eure beiden Rassen. Aber was hat alles das zu bedeuten? Ich bin auch geschockt und viel zu durcheinander, um das alles zu verstehen. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen geschockt. Aber was genau ist denn Kuda? Kuda steht für Continent, Orientation, Default, Alignment. Die kontinentale Umkehrung. Kuda lässt die Kontinente aus dem Himmel zurück auf die Erde sinken. Die 53 Juno aus der ganzen Welt wechselten alle ihre anderen Dimensionen. Nur der Juno des Fuzuturm ist zurückgeblieben. Die anderen werden bis zur Aktivierung des Projekts Kuda verborgen bleiben. Aber wie ihr bereits Gefahr wurdet, ist eine Störung aufgetreten. Einer der Hybriden mit dem Decknamen Bion ist erwacht, obwohl er eigentlich im Ruhezustand hätte bleiben sollen, bis die Zeit für Kuda gekommen ist. Bion wird die beiden Titanomachiner benutzen, um den Himmel aufzureißen und den Juno wiederbeleben, der in Shepard versteckt ist. Tartaros ist in der Lage, den Kuda-Befehl zu allen Shepard-Inseln weiterzuleiten. Sollte das passieren, werden die schwebenden Inseln im Plasmawolkenmeer versinken. Und alle Wesen, die auf ihnen leben, werden in den Tod gerissen werden. WTF. Was? Das werde ich nicht zulassen. Wir haben entschieden, dass die Zeit, Kuda zu aktivieren, noch nicht gekommen ist. Wir empfehlen euch dringend, bei uns Plan zu vereiteln. Aber wie? Einen Moment bitte. Drei Personen sind gerade im Terminalraum angekommen. Ich habe sie identifiziert. Es ist Bion mit zwei unbekannten Hybriden. Sie sind hier? Aus dem Terminalraum können große Daten heruntergeladen werden. Kannst du sie nicht aufhalten? Ich kann die Daten nicht sperren, da Bion in der Lage ist, sie wieder zu entsperren. Was sollen wir dann tun? Was sollen wir jetzt tun? Der Terminalraum ist auf der Ebene über uns. Geht zur Fahrstuhl und dann weiter zum inneren Halle. Sind wir etwa die Einzigen, die sie aufhalten können? Das ist richtig. Danke für euer Verständnis. Am besten gehen wir zurück zum Fahrstuhl in die Halle, aus denen wir gekommen sind. Die Menschen wurden durch einen Reset-Knopf getötet, Leute. Durch einen Reset-Knopf. Was für ein erbärmlicher Tod ist es eigentlich? Das muss ich echt sagen, das ist echt ein erbärmlicher Tod, wie die Menschen gestorben sind. Durch einen einzelnen Reset-Knopf wurde die ganze Menschheit getötet. Das ist heftig. Das ist zu heftig, um das hier zu glauben. Nee, ich speichere nicht. Durch einen Reset-Knopf wurde die Menschheit getötet. Heftig. Oh.
Ich fasse es immer noch nicht. Ich will es nicht glauben, dass es durch einen Reset-Knopf gestohlen ist. Juhu, Fleisch. Pion und die anderen, die hier so befinden sich nicht in dieser Richtung. Sie sind im Terminalraum. Das ist die Halle, die sich direkt euch. Ich will aber da rein. Ficken. Okay. Los geht die Scheiße. Lord Bion, der Download ist abgeschlossen. Dann sind wir hier fertig. Ey, ihr drei, keinen Schritt weiter. Sie haben den Befreiungscode der Begrenzer für die Titanomachina untergeladen. Dadurch wird die Energieversorgungsbegrenzung der Titanomachina aufgehoben. Und was genau bedeutet das? Ein voll aufgeladener Energieangriff wird die Kraft haben, die Dimensionsstrukturen zu zerreißen. Kurz gesagt, sie werden Tartarus von seinem derzeitigen Aufenthaltsort herbringen können. Sind wir also zu spät gekommen? Oh, was ist los? Was ist das? Was spüre ich? Ach, wenn das nicht unser jämmerlicher Misserfolg ist. Und diese Zeichen auf der Stirn, dann seid ihr also Paladine vom Ragdoll, richtig? Woher weißt du von Ragdoll? Ragdoll? So lautet der Name unserer geheimen Paladin-Heimat. Aber nur wir sollten diesen Namen kennen. Ich kenne ihn, weil ich dort war. Du warst dort? Gewiss, ich war nämlich derjenige, der diesen kleinen kuschelige Feuerchen angezündet hat. Ihr wisst, was ich meine, oder? Du warst das? Aber warum? Warum hast du Ragdoll niedergebrannt? Weil es nach meinen Berechnungen eine Bedrohung für das Projekt Koda darstellte. Aber da ihr beide noch lebt, scheine ich nicht ganz erfolgreich gewesen zu sein. Meine Brüder und Schwestern, durch deine Hand gestorben. Du Monster! Was bist du eigentlich? Warum hast du das getan? Er ist ein Mensch. Man sieht es ja. Ich wurde von Yuna erschaffen, um das Projekt Koda durchzuführen. Um das Projekt zu vollenden, muss ich Tartarus beschwören und meinen Befehl erhalten. Und wir wurden geschaffen, um Lord Bion dabei zu helfen. Wir helfen ihm dabei, euch und die ganze Welt in die Luft zu jagen. Du siehst, wie aussichtslos euer Vorhaben ist. Warum schließt du dich nicht ans Anrand? Wir könnten dich zum Beispiel als Ersatzteillager benutzen. Mich? Als Ersatzteillager? So aussichtslos ist die Lage noch lange nicht. Ich bin nicht wie ihr. Das kann man wohl laut sagen. Aber Yuno sagt, es sei noch nicht Zeit, Koda zu aktivieren. Allein die Tatsache, dass ich wach bin, ist der Beweis, den ich benötige. Oder wollt ihr etwa sagen, dass ihr, die Rassen, die derzeit leben, das Ideal seid, von dem die alten Menschheit träumte? Das ist zu viel für mich. Wir müssen die Endphasen vorbereiten, um Tartarus zu beschwören. Hier habe ich etwas Kleines für euch, damit ihr euch nicht langweilt. Das darf doch nicht wahr sein, sie sind entkommen. Probleme für später. Wir müssen erstmal mit diesen Riesenschatten fertig werden. Okay. Was zur Hölle wollte er da gerade machen? Was? Oh Scheiße. Komm. Okay. Ich werde noch diesen Kampf hier in diesem Part machen. Da beende ich den Part auch gleich dann.
komm schnell. So wenig hat der Typ. Komm, baller eine Kugel ab, komm. Ich raste hier noch aus. Ich fasse es immer nicht, dass die Menschheit durch einen Reset-Knopf getötet wurde. Wie erbärmlich ist das denn? Und wir sehen uns im nächsten Part.